im Harz. Freitag, 4. August 1978. Erster von 14 Drehtagen am Grenzsperrsystem der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland. Gefilmt wird in zwei Etappen. Die erste Woche an diesem Grenzabschnitt des DDR-Bezirkes Magdeburg vom niedersächsischem Gebiet zwischen Brockenvorfeld und Hohe Gais aus. Die zweite am Sperrsystem der DDR-Bezirke Erfurt und Suhl von hessischem Territorium östlich der Linie Kassel-Hünfeld. Beide Drehabschnitte, etwa 150 der insgesamt 1400 Kilometer langen Grenze, wurden unter dem Aspekt möglichst exemplarischer Motive ausgewählt. Bei den Vorbereitungen für die Sendung bin ich oft gefragt worden, warum gerade dieses Thema? Eine Wunde, die immer wieder aufbricht, mit, wenn überhaupt, sehr fernen Heilaussichten. Ein Stoff der politischen Trostlosigkeit und der diplomatischen Anfälligkeiten. Warum also diese Grenze als Hauptdarsteller? Ich habe immer wieder dasselbe geantwortet. Weil sie da ist. Zentralharz, Sonnabend, 5. August. Hier verlief 1945 die braunschweigisch-preußische Landesgrenze. Früher die des Herzogtums Braunschweig zum Königreich Hannover. Noch früher der schwarz-blanken und harzburgischen Forsten. Die alte Granitsäule von 1791, neben der akkuraten deutsch-deutschen Vermessung von heute, schafft eine verblüffende Erkenntnis. Ehemalige Feudalgemarkungen, Grenzen von alten Fürstentümern, Provinzen und Ländern sind geografisch identisch mit der Trennlinie der rivalisierenden Weltsysteme, die hier auf ihrem empfindlichsten, dem innerdeutschen Teilstück, das beispielloseste Bauwerk der Weltgeschichte zur Verhinderung von Massenausbrüchen hervorgebracht hat. Landschaftsverändernd, wissenschaftlich geplant, tief gestaffelt und schwer bewaffnet. Bei Eberbachtal fanden wir die drei Zaungenerationen an einer Stelle. Den provisorischen von 1952, den schon stabileren von Anfang der 60er Jahre und vorläufige Vollendung, den modernen Metallgitterzaun mit Selbstschussanlage der Splittermine SM-70. Die wichtigsten Sperrelemente dahinter: Graben zur Verhinderung von Kraftfahrzeugdurchbrüchen, Spurensicherungsstreifen, betonierter Kolonnenweg für Kontrollfahrzeuge, Beobachtungstürme, ein zweiter Zaun in 500 bis 1000 Meter Entfernung und hinter all dem die 5 Kilometer Sperrzone. Gegen Mittag am Auslauf der Skisprungschanze Wurmberg gewesen. Besucherschwerpunkt gegenüber einem bei Tag und Nacht besetzten DDR-Bunker. Die beiden Grenzsoldaten benahmen sich ihren Befehlen entsprechend. Sie dürfen nicht zu erkennen sein. Aber sie haben einander beim Namen gerufen. Heinz und Otto. Diesen Angehörigen einer DDR-Sondertruppe steht auf bundesdeutscher Seite der Grenzschutz gegenüber, in dessen Auftrag auch der Zollgrenzdienst polizeiliche Aufgaben versieht. Sein ursprünglicher Zweck, Überwachung des Interzonenhandels außerhalb der offiziellen Übergangsstellen, ist durch die Entwicklung der Grenze illusorisch geworden. Eine makabere Entwicklung. Da bewegt sich gerade so ein dünner Draht. Das ist die Lauflinie für die Hunde. Das ist die Laufleine für die Hundelaufanlage, ja. Ja, das siehst du gesehen. Hier, da ist das so ein schräger Zementbau. Siehst du? Und dahinter, auf der anderen Seite vom Zaun, da bewegt sich das sowas ständig. Siehst du es nicht?
Da, guck mal, da ist ein Hund an, der zieht er doch immer an der Leine. An der Kette, das ist so eine Laufleine, genauso wie von Johann Buck, der jagt das hat. Da ist so eine Laufleine ganz im Hof. Wir wurden zufällig Zeugen der Fütterung von Grenzhunden. Es gibt keine festen Zeiten dafür. Die Hunde sind an Seile gekettet und laufen je ein Revier von etwa 80 Metern parallel zum Zaun ab. Ihre Aufgabe, Flüchtlinge zu verbellen und anzufallen. Nach der Fütterung wurde der Spurensicherungsstreifen sorgfältig geharkt. Das 6 Meter breite Erdfeld wird regelmäßig geeggt, umgepflügt und mit Antivegetationsmittel besprüht. In unserem Drehabschnitt von etwa 25 Kilometern Länge gibt es 3 Laufanlagen mit 34 angeseilten Hunden. In Hohe Gais war Schützenfest. Der Kurort im Südharz hatte 1977 seine 350. Jahresfeier gehabt. Im Zug zieht eine Traditionsgruppe ehemaliger Bennigensteiner mit, die ihren Heimatort gegenüber von Hohe Gais verlassen haben und alljährlich zu diesem Schützenfest aus der ganzen Bundesrepublik und aus dem Ausland zusammenkommen. Sonntag, 6. August, Grenze 78. Am Nachmittag bei Passantengesprächen über historische Zusammenhänge, Hitlers Überfall auf die Sowjetunion, der die Russen ins Herz Europas holte und Deutschland teilte, eine frühere Erfahrung gemacht. Gesamtdeutsche Mitverantwortlichkeit für den Bau des Sperrsystems aus der eigenen Geschichte heraus wird kaum gesehen. Meine Frage nach dem Stichdatum der Machtergreifung Hitlers schloss den Kreis nicht. Es blieb beim Beklagen eines Zustandes. Da konnte man sich so vor 15, 20 Jahren haben wir uns mit den Lanzer von drüben noch unterhalten. Da standen die noch an dem Draht. Und die haben da jetzt die ganze Grenze, haben die ja um 100 bis 200 Meter zurückgesetzt. Nicht? Damit wir mit, also wir kriegen mit denen praktisch überhaupt keinen Kontakt mehr. Wie tief reicht die Verantwortlichkeit Ihrer Meinung nach für diese Mauer eigentlich in unsere Geschichte zurück? Ist Ihrer Meinung nach der 30. Januar 1933 auch ein Stichtag für den Bau dieser Mauer? Der 30. Januar? Die Machtergreifung Hitlers, die Politik, die zum Krieg geführt hat. Was meinst du an? Nee, was soll das damit zusammenhängen? Das glaube ich nicht. Das ist einwandfrei, meines nach, die Abkapselung von Osteuropa zu Westeuropa, die Mauer. Also das mal per se, nicht? Die Abkapselung. Die wollen ja mit uns praktisch nichts zu tun haben. Und das ist ein ganz klarer Fall. Können Sie sich eine Zeit vorstellen, die diese Mauer aufhebt? Diesen Zaun überflüssig mehr? Also nee. Erleben wir bestimmt. Nein, wir werden es nicht erleben. Nein. Ich sehe die Mauer praktisch zum zweiten Mal jetzt. Mit den Kindern. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, dass man da an der Seite Leute, dass sie da eingezäunt sind, dass sie nicht mehr raus können und so weiter. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Dass man mal eine Straße geht, wie da hinten, hört auf und da ist die Zonengrenze. Dass da geschossen wird ab und zu, kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dass die Mauer wieder wegkommen kann, weiß nicht. Vielleicht, wie ihr sagt, ohne Krieg kann ich mir nicht vorstellen. Schrecklich finde ich das. Entsetzlich. Wenn man das so da sagen darf. Sehen Sie es zum ersten Mal? Sehe es zum ersten Mal. Wo kommen Sie her? Aus Bünden in Westfalen. Was hat Sie hierher gebracht? Wir haben meine Mutter heute in Urlaub hier hingebracht, nach Wildemann. Wir wollten uns das hier mal einmal ansehen. Abends noch einmal auf den Wurmberg gestiegen. Links, wie eine ferne Gralsburg, eine wagnersche Kulisse, der Brocken mit der sowjetischen Militärstation. Rechts, keine 5 Autominuten vom Fuß des Wurmbergs entfernt und doch unerreichbar, Schierke. Unten die Hunde. Seit 3 Tagen hole ich mir Trost von der Grenze des geteilten Korea
die noch undurchlässiger ist als diese. An der Eckertalsperre, Montag, 7. August. Die Grenze verläuft hier mitten durch Staumauer und Stausee. Die Rohrleitungen der Eckertalsperre, die Niedersachsen mit Trinkwasser aus den Harzer Hochmooren bis Bremerhaven versorgen, liegen auf einer Strecke von 4,8 Kilometern auf DDR-Gebiet. Nach langen Verhandlungen der deutsch-deutschen Grenzkommission können dort seit dem 8. August notwendige Isolier-, Auswechslungs- und Ausbesserungsarbeiten durch eine bundesdeutsche Firma vorgenommen werden. Aus dem Protokollvermerk Nummer 53, 40. Sitzung der Kommission. Zur Durchführung der Generalüberholung wird 2 Bautrupps mit je 10 Arbeitskräften und 2 Bauleitern der Aufenthalt auf dem Gebiet der DDR auf einem 15 Meter breiten Geländestreifen entlang des Leitungsabschnittes gestattet. Berlin, 3. Mai 1978. Wir durften drüben nicht filmen. Gegen 12.30 Uhr kamen sie bei prasselndem Regen über die Bachgrenze zur Mittagspause herüber. Habe ein paar Fragen gestellt. Wohltuend sachliche Atmosphäre. Um überhaupt eben Trasse zu kriegen, ja? Und da ist natürlich heute sehr viel Felsen. Teilweise. Also, wäre viele Schwierigkeiten, dass wir mit Seile rausziehen, dass wir die freikriegen, die Rohre, nicht? Das ist das schwer. Wo der gewachsene Fels ist, kommt dem Bagger nicht mehr zwischen. Der Baggerkorb passt da nicht mehr zwischen. Muss eben zwangsläufig handgeschachtelt werden. Und jetzt durch das Wasser, ne, müssen wir mal kurz laufen lassen, ne? Das ist ja wie eine Drainage. Das Rohr wirkt ja wie eine Drainage. Das ist dem, so viel Wasser da eben, das ohne Pumpe nichts zu machen ist, gar nichts zu machen ist. Müssen Sie bei Ihren Arbeiten auch sprengen jetzt? Nein. Das muss alles so, ohne Sprengen muss das jetzt aufgemacht werden. Ist es eine schwere Arbeit? Oh, ja. Körperlich ja, würde ich sagen, ja. Haben Sie irgendwelchen Kontakt mit Leuten von drüben? Nein, gar nicht. Nein. Man sieht sie ab und zu, ja, aber Kontakt nicht, man sieht sie nur. Aber im Gespräch und so ist ja nicht möglich. Und was für Empfindungen hat man denn, wenn man als Bundesdeutscher so auf dem Boden der Deutschen Demokratischen Republik arbeitet? Ach, das macht uns nichts aus. Wir gehen rüber, machen unsere Arbeit. Arbeit ist hier und ist da. Machen gleich unsere Arbeit und dann gehen wir wieder zurück. Ne? Und damit hat es sich. Ja. Die Reparaturarbeiten auf DDR-Gebiet unterhalb der Eckertalsperre werden bis Ende des Jahres fertiggestellt sein. 9. August. Bin heute mit Klaus Klinke, 27, Zollbeamter und Sohn eines Zollbeamten, den Drehabschnitt abgegangen. Klinke versieht seinen Dienst hier vorn seit 3 Jahren. Erste Station war der Beobachtungsturm südlich der alten Granitsäule. Hat dieser B-Turm eine besondere Bezeichnung? Das ist der B-Turm Stieglitz-Ecke, wie wir ihn nennen. Wie viele Leute sind da immer drin? Die B-Türme sind immer mit 2 Mann besetzt. Ich weiß nicht, ob Ihnen bekannt ist, dass diese B-Türme aus ganz normalen Kanalrohren aufgebaut worden sind. Und zwar 11 Stück von jeweils 1 Meter Länge. Deshalb nennen wir diese Türme in der Abkürzung BT-11, Betonturm aus 11 Kanalrohren. Sie werden ersetzt durch andere Türme? Werden großenteils oder nach und nach ersetzt durch viereckige B-Türme, die wohl von der Statik her günstiger sind. Ich kann mich erinnern an meine Zeit in Duderstadt. Da war Anfang 1975 ein heftiger Sturm. Da lagen hinterher 2 Türme der runden Bauart am Boden. Und wir vermuten auch, dass einige Türme in unserem Bezirk nicht standfest sind, weil die nie besetzt sind. Was hat das auf sich mit diesem Fall? Hier sehen Sie eine Emblemsäule der DDR. Sie dokumentiert damit ihre Hoheit nach außen. Auf dem Pfahl eine Eisenspitze, die ist nicht etwa bei der Produktion vergessen worden abzukneifen, sondern sie hat einen realen Zweck. Sie ist dazu da, um Vögel zu hindern, sich auf diese Emblemsäule zu setzen und die Emblemsäule beim längeren Sitzen zu beschmutzen. Erfüllen die
Nägel denn ihren Zweck? Die erfüllen ihren Zweck da, wo sie da sind. Die Brennkefälle hätten wir ohne sie gar nicht entdeckt an unserem Abschnitt. Wie sieht es denn eigentlich mit ihrer Geländekundigkeit aus? Ich kenne den Bezirk aus dem FF und das Gleiche gilt auch für alle anderen Beamten der Zollverwaltung und des BGS. Wir sind notgedrungen durch unseren Beruf darauf angewiesen, das Gelände tatsächlich bis ins letzte Detail zu kennen. Jeden Grenzpunkt, jede Besonderheit. Jeden Baum und Strauch. Jeden Baum und Strauch. Wir müssen eben wissen, was hat sich verändert. Wenn ein Beamter hier lang wandert, der muss sofort sehen, das ist nicht mehr wie gestern. Um eben registrieren zu können, was tun die drüben zur Vervollkommnung ihres Sperr- und Befestigungssystems. Was geschieht mit den Hunden im Winter? Wenn die Schneelage den Hundeeinsatz nicht mehr zulässt, werden die Hunde eingesammelt. Wo sie den Winter über untergebracht werden, kann ich nicht sagen. Zumindest sind sie nicht an der Grenze. Von wann bis wann sind sie nicht an der Grenze? Die Schneelage lässt meistens von Mitte bis Ende November bis Anfang April, Mitte April, einen Einsatz der Hunde nicht zu. In der Zeit sind sie nicht hier. Was sind das für Hunde? Es sind keine Reinrassen. Es sind Hunde, in denen Schäferhund vorherrscht. Mit welchen anderen Rassen? Das ist von Fall zu Fall verschieden. Wissen Sie irgendetwas über diese Leute? Nein, überhaupt nichts. Wir kommen mit den Leuten nie in Kontakt. Einmal, weil die Entfernung zu groß ist, und zum anderen, weil es denen verboten ist, mit uns Kontakt aufzunehmen. Hat es in Ihrem Leben eigentlich irgendwann einmal eine Zeit gegeben, in der sich Kontakte zu Wachtmannschaften drüben hergestellt haben? Ja, als kleiner Junge, ich wohne also schon von Anfang an hier im Grenzbezirk, war es noch möglich, als die Grenze noch von Angehörigen der Volkspolizei überwacht wurde, mit denen ein Gespräch anzuknüpfen. Die freuten sich dann, dass sie ein bisschen Abwechslung in ihrem doch recht eintönigen Dienst hatten. Wann war das? Das war im Jahr 1955 bis 60 etwa. Wie spielte sich das ab? Ja, man stand sich gegenüber auf höchstens 10 Meter und dann wurden Gespräche über Gott und die Welt geführt, was man mit einem kleinen Jungen sich eben unterhalten kann. Viel kann das noch nicht gewesen sein. Das war möglich dann? Das war möglich, ja. Und wurde auch oft praktiziert. Heute wäre das vollkommen unmöglich. Vollkommen unmöglich. Verkrampfung auf der ganzen Linie. Das Kontaktproblem, oder besser das der deutsch-deutschen Kontaktlosigkeit, beschäftigt mich. Gegen Abend südlich von Hohe Geis einen Angehörigen des Grenzschutzes befragt, der seit 4 Jahren hier Dienst tut. Haben sich im Laufe dieser Zeit eigentlich irgendwelche persönlichen Beziehungen zu den Wachtmannschaften auf der anderen Seite herstellen lassen? Nein, persönliche Beziehungen haben wir nicht, da schon die Äußerung seitens der DDR-Grenztruppe, falls Bautätigkeiten vor den Sperranlagen sind und wir uns unmittelbar gegenüberstehen, schon die Äußerung einer Tageszeit einen Westkontakt darstellt und selbst dieser verboten ist. Und dieses Verbot wird beachtet? Dieses Verbot wird grundsätzlich seitens der DDR-Grenztruppe beachtet. Gibt es irgendeinen Ausnahmefall? Ausnahmefälle gibt es insofern, da einige Angehörige der Grenztruppe, meistens sind es diejenigen, die ihren Wehrdienst dort ableisten, ein Zentimetermaß zeigen, zum Beispiel 50 Tage noch abzuleisten, ein Zentimetermaß von 50 Zentimeter Länge. Das gibt es? Das gibt es, ja. Gibt es sonst irgendwelche Ereignisse in Ihrer Dienstzeit, die sich Ihnen ins Gedächtnis eingeprägt haben? Das schönste Ereignis ist eigentlich, wenn ich darüber nachdenke, ich durfte also einen Grenzgänger aus West, das heißt ein Flüchtling aus der DDR, der insgesamt 3 Tage schon bereits unterwegs war und unverletzt die Grenzsperranlagen überwinden konnte, auf bundesrepublikanischem Gebiet aufnehmen und weiterleiten. Der Mann ist gerettet worden? Der Mann ist gerettet worden, jawohl. Er konnte unverletzt die Grenzsperranlagen überwinden. An den 25 Kilometern Sperrsystem dieses Drehabschnitts wurden seit 1962 2 Menschen verletzt, 6 getötet. 3 durch Schüsse, 2 durch Minen, 1 durch die Selbstschussanlage SM-70.
10. August, letzter Tag der ersten Drehetappe. Wir filmten vor einem viereckigen Beobachtungsturm, der gerade an das Grenzmeldenetz angeschlossen und danach besetzt wird. Zoo-Effekt, an dem unsere Kamera mit langen Objektiven hauptbeteiligt war. Deutsche vor dem Zaun, begaffen Deutsche hinter dem Zaun. Und dann geschah etwas, das mich aus der Fassung brachte. Eine winzige Bewegung auf dem Turm. Ein Mann lüftete seine Kopfbedeckung, was möglicherweise ein Gruß war und nicht sein durfte. Mit allem, was dahinter stecken konnte, an Demütigung, Angst, Beschränkung. Plötzlich war es mir klar. Zum ersten Mal wirst du nicht öffentlich mitteilen können, was dich bewegt, weil sich formuliert alles sofort verfälschen und verfärben würde. Weil man dich für einen sentimentalen Patrioten halten könnte. Weg von dieser Grenze mit ihren Selbstschüssen, ihren Minen, ihren Hunden. Weg von dem Zaun, der längst schon in die Träume hineinspielt. Weg von der großen Stummheit, die dich erschlägt, wie deine eigene Unwissenheit darüber, was die Soldaten drüben denken. Gib die Sendung zurück. Am Ende der ersten Drehwoche habe ich den allerschönsten Grenzkoller. Und weiß doch, dass ich nicht einfach auskneifen kann, dass an diesem deutschen Zaun mein eigenes persönliches Schicksal klebt wie an einem Übermagneten. Versuch dich davon frei zu machen, es wird dir nicht gelingen. Aus dem Protokollvermerk Nummer 54 der Deutsch-Deutschen Grenzkommission, 41. Sitzung. Wassersportler können ab sofort auf dem Abschnitt der Werra, wo die Mitte die innerdeutsche Grenze bildet, die ganze Flussbreite benutzen, wenn die Gewässerverhältnisse dies erforderlich machen. Erste Hilfe und Unfallhilfe erfolgen durch die Seite, auf deren Gebiet sich der Unfall ereignet. Personen, die infolge eines Unfalls das Ufer des anderen Staates betreten, wird unverzüglich die Rückkehr auf das Gebiet ihres Staates ermöglicht. Gera, 17. und 18. Mai 1978. Eine erfreuliche Lektüre, aber nach meinen Erfahrungen an dieser Grenze hält innere Erleichterung nicht lange an. Am Sperrsystem bei Walhausen gedreht, DDR-Bezirk Erfurt gegenüber dem hessischen Bad Soden-Allendorf. Auf der anderen Seite erschien ein Grenzjäger, der uns fotografierte und die ganze Zeit begleitete. Etwas südlich hatten wir von hinten nahen Einblick in einen Zaun mit der Selbstschussanlage SM-70. Sehr massiert, aber mit abgewandtem Schusstrichter. Die erdverkabelten, mit 120 Gramm Sprengstoff geladenen Splitterminen verschießen bei Berührung der Drähte etwa 100 scharfkantige Metallwürfel parallel zum Zaun. Sonnabend, 12. August, Grenze 78. Asbach, eine alte hessische, 1945 aber zu Thüringen geschlagene Ortschaft. Um die Bahnlinie Hamburg-München ganz auf westzonalem Gebiet zu halten, tauschten die Amerikaner ohne Befragung der Bewohner 4 hessische Dörfer gegen 4 aus der damaligen Sowjetzone aus. Eines dieser Tauschobjekte war Asbach. Unter den Namen Aspech und Aspeche erschien es schon in Chroniken von 1329 und 1471 als unverwechselbar hessische Kleingemeinde. Wegen der Grenznähe sind 2 Zäune gezogen worden. Die scharfe Absicherung wurde erst im vorigen Jahr fertiggestellt. Auf dieser Seite konnte mir niemand sagen, wie viele Menschen dort drüben wohnten, wie sie heißen, was sie tun. Nur an 2 Dinge erinnerte man sich. Dass der Tausch von 1945 viele Asbacher zur Flucht getrieben hatte, und dass 2 alte Mühlen drüben dem Sperrsystem zum Opfer fielen.
Sonst erhielt ich keine einzige Information über die nahe Ortschaft. Ein anderes von den vier ehemals hessischen Dörfern des amerikanisch-russischen Tauschhandels zugunsten der Bahnlinie Hamburg-München war Sickenberg. In alten Dokumenten auch Zickenberge, Segeberge oder Sickenberger genannt. ...1736... 9 hessische Untertanen. 1846 60, 1925 64 Einwohner, davon einer römisch-katholisch. Habe ganz in der Nähe gegenüber zwei Bauern von 75 und 82 Jahren kennengelernt, die seit über einem Vierteljahrhundert Tag für Tag in ihr verlassenes Heimatdorf hinterm Zaun blicken können. Sie kommen aus Sickenberg? Ja. Seit wann sind Sie hier in der Bundesrepublik? Seit 52. Wie ging das vor sich? Wie sind Sie rübergekommen? Wie rüber? Ich habe freiwillig bin ich gegangen. Freiwillig. Abends um den 6. Juni 1952. Gab es da schon Sperren? Ach nee, die hatten wohl Stacheldraht gezogen, das war alles. Wo ist das Gehöft? Hinter den zwei Zäunen. Kann man das sehen von hier? Nein, durch die Obstplantage da drin sehen Sie. Da müssen Sie oben hin, können Sie wohl ein bisschen, aber nicht viel. Wie ist das, wenn man so ständig in Grenznähe lebt? Gewöhnt man sich daran? Ja, gewöhnt, das ist so komisch, wissen Sie. Es ist, nee, wissen Sie, wenn ich jetzt hier bin, ne? Ja, wir sind hier. Es ist kein, wo man sagen, ist alles so tot. Ich müsste dahin gehen, wenn ich nach Frankreich gehe, kann ich nach Frankreich gehen. Wenn ich nach Russland gehe, muss ich nach Russland gehen können. Das muss mir frei bleiben. Ich muss frei laufen können. Das ist meine Meinung als Mensch. Ich bin menschlich. Was sehen Sie denn? Man sieht gar keine hier. Überhaupt nicht. So rufen Sie mal hin. Es kräht kein Hahn, kein U, gibt's. Kein Hundbild. Ist doch wie tot da drüben. Weiß man, wie viele Leute drüben wohnen in Sickenberg? Ja, das kann ich auch nicht feststellen. Wo wir sagen, vor 18 Jahren, da konnte man auch mal mit den Grenzgängern da mal sprechen. Das ist heute alles aus. Sind es immer dieselben Grenzwachsoldaten? Nein. Das wissen wir gar nicht. Vor 18 Jahren, da hat man mal, wo wir sagen, wenn da hinten, ne? Dann gingen sie dichter vorbei. Ne? Dann haben sie mal gegrüßt und unser hat gegrüßt. Und hat mal, na, wie geht's denn? Ne? Das haben sie auch mal gesagt. Aber heute ist alles aussehen sie doch. Überall Wachtürme. Es ist alle nicht nötig. Wegen mir brauchen sie keinen Wachturm hinter mir. Wenn sie alle so dächten wie ich, braucht man keine Polizei und kein Gericht. Das ist bitter. Sind hier schon welche rübergekommen? Oh. Naja, die fürchten keinen Zaun. Das ist doch schon viel, wenn einer rüberkommt, das nackende Leben bloß zu opfern. Haben Sie irgendwelche Verbindungen zu den Sickenbergern von heute? Wo kann ich eine Verbindung aufnehmen? Das sehen Sie doch durch die zwei hohen Zäune. Das sind aber Leute, die Sie von damals noch kennen. Ja, das kann ich nicht behaupten. Die müssen die stumme Jule spielen, die dürfen die nicht ausreden. So, das habe ich Ihnen genug gesagt. Das andere können Sie intensieren. Sonntag, 13. August. Vor Großtöpfer im Friedatal gewesen. Bei Tage die sogenannten Lichtsperren aufgenommen, ein zusätzliches Überwachungselement grenznaher Ortschaften. Bei Dunkelheit wollten wir wiederkehren. Für diese Nachtaufnahmen sollen die Zuschauer eine Vorstellung von der Gegend haben. Wir sind von der anderen Seite wieder beobachtet
fotografiert und gefilmt worden. Als wir bei Regen gegen 22 Uhr wieder am Sperrsystem vor Großtöpfer eintrafen, ahnten wir nicht, dass bald schon etwas Unvorhergesehenes eintreten würde. Plötzlich wurde die optische und akustische Anlage des hinteren sogenannten Schutzstreifenzauns ausgelöst, was nur durch Berührung seiner Signaldrähte erfolgen kann. Vogel, Wild oder Flüchtling? Zunächst trafen zwei Grenzsoldaten auf einem Motorrad ein, die sich sofort in Richtung der Anlage entfernten. Dann tauchte ein Spezialwagen mit Scheinwerfern auf und begann eine gespenstische Suchaktion. Im Laufe des Tages hatte ich die Nachricht erhalten, dass in der vergangenen, der Nacht zum 13. August, nach den Detonationen von zwei SM-70 an der Grenze bei Feldheim, Kreis Wolfenbüttel, Wagen mit Suchscheinwerfern den Umkreis des Sprengortes abgeleuchtet hatten. Ein Augenzeuge aus der Bundesrepublik gab an, dass zwei DDR-Grenzsoldaten eine Person in einem Trainingsanzug mit hellen Streifen aufgehoben und weggebracht hätten. Die Suchaktion bei Großtöpfer dauerte etwa eine Stunde, ehe sie offenbar ergebnislos abgebrochen wurde. August 15. Facher, DDR-Bezirk Suhl, gegenüber dem hessischen Philippstal. Über diese Brücke führte einst die alte Reichsstraße 84 von Frankfurt am Main nach Leipzig. Eine Mauer hier, kein Zaun. Weiteres Sperrcharakteristikum dort, wo grenznahe DDR-Ortschaften bewohnten Gegenden gegenüberliegen. Dazu eine zweite Abschirmung, erst im Juni 1978 eingeweiht. Ein modernes Sperrgitter über die ganze Strombreite bis auf den Grund der Werra. Absolut unpassierbar für Boote, Schwimmer, Taucher. Lokales Kuriosum, mitten durch dieses Haus lief die alte hessisch-thüringische Grenze. Der völlig verwahrloste östliche Teil kann nun, nach langen Verhandlungen der Deutsch-Deutschen Grenzkommission, die Klarheit über den Verlauf der Grundstückslinien schaffen, von dem bundesdeutschen Eigentümer wieder bezogen werden. Über diese Brücke soll Napoleon 1813 unter Zurücklassung seines goldenen Essbestecks von Facher nach Westen geflohen sein, als der Feind ihn beim Speisen überraschte. Was jeder Philippstaler noch heute weiß. Über das Facher der Gegenwart ist so gut wie nichts bekannt. Ankunft auf dem Lörnhof in Nüsttal. Seit 12 Jahren ein Betrieb der Aktion Ferien auf dem Lande. Mit Gütezeichen 1977. Anfang August dieses Jahres war der alte Drahtzaun durch einen Metallgitterzaun mit Selbstschussanlage ersetzt worden. Eine der Trichtermündungen wies direkt auf den Lörnhof und wurde erst nach längerem Protest justiert. Vor 2 Tagen war frühmorgens eine SM-70 detoniert. Oskar Faulstich und seine Frau sind am Ende. Wie lange wohnen Sie hier schon? Ja, immer. Sind Sie hier geboren? Ist selbstverständlich. Ja. Und möchten nicht weg von hier? Ja, ich mach weg. Sie möchten aber nicht? Ich, wenn das wegkommt. Wenn es nicht wegkommt, gehe ich fort. Ich bleib nicht mehr hier. Kann ich nicht mehr schlafen nachts. Das kommt nicht weg? Ja, und dann? Wo war der Trichter, der auf Ihr Haus zeigt? Hier. Könnten Sie uns den mal zeigen? Können wir da mal hingehen? Hier oben. Soweit hier ihr da ran. Den Trichter. Der schießt hier so rum. Ne? Und das ist ja keine Entfernung. Ne? Da kann keiner mehr hier wohnen. Kann keiner mehr hier wohnen.
Wie sieht es denn mit Ihrem Ferienbetrieb aus hier? Geht das zu Ende? Das geht zu Ende. Selbstverständlich. Ui, ja, ich bleibe auch nicht mehr. Das ist ja lebensgefährlich für mich. Und für mein Enkelkind und meine Tochter wohnen noch hier, die ziehe ich auch aus. Die Schussrichtung ist verändert worden, aber Sie fühlen sich trotzdem bedroht? Ob die verändert ist oder nicht, also da gebe ich gar nichts drauf. Ich bleibe nicht hier und wenn ich auf die Straße gehe. Ja, heute sagen unsere Gäste, wir leben ja hier an der Front. Aber die waren schon da, die eine Familie, die in dem Ferienhäuschen wohnt, die haben die Dings auch hochgehen hören am Montagmorgen um 3:30. Hat es laut geknallt? Noch. Wie eine Sprengung im Steinbruch. Ja, da dröhnt ja da so da können Sie auf. Die Leute fragen. Ach, was denken Sie? Das Haus hat mich allein schon über 50.000 gekostet damals, ne? Vor zwei Jahren. Ne? Jetzt haben wir hier aus, hier, das ganze Haus beschlagen, Heizung drin, Wasser heiß, Wasser kalt, Wasser nicht. Und was ich reingesteckt habe, da schicke ich kein 100.000. Jetzt war ich wieder, ich muss ja kämpfen, dass ich das wieder raushole. Ne? Und das andere ist ja auch noch, ich habe eine neue Scheune gebaut, ich habe eine Maschine, habe die Maschine angeschafft, das ist für mich alles unwertig jetzt. Ferien auf dem Lörnhof. Ein deutsches Schicksal. 16. August, Grenze 78. DDR-Grenzkontrollpunkt Warta gegenüber Herleshausen. Wichtiger Durchlass für den Ostblock und den Güterverkehr. Nach fast 14 Tagen für mich die erste Öffnung von und nach drüben. Man konnte es fast schon vergessen haben. Es war wie ein großes Aufatmen. Der Zaun hat, und nicht nur hier, Löcher. Zwar immer noch im Wesentlichen Einbahnstraße von West nach Ost im Personen- und Reiseverkehr, aber durch Berlin-Abkommen und Grundlagenvertrag so verbessert, dass Millionen Kontakte geknüpft werden können. Doch gerade hier ließ sich besonders sichtbar demonstrieren, was in seiner Unverdeckbarkeit fast schon wieder etwas Erschütterndes an sich hat. Das gesamte Sperrsystem, der antifaschistische Schutzwall, wie es so lange genannt wurde, kann an seinem Frontzaun nur von der West, sozusagen der Feindseite, gelöst oder befestigt werden. Nicht eines seiner Einzelelemente, nicht eine Schraube, nicht eine Mutter ist von Osten her zugänglich. Es waren zwei Fragen, die sich mir fortwährend aufdrängten. Wie verzweifelt, wie ratlos muss ein Regime sein, wenn es sich die Blöße dieser Grenze gibt? Und ist die Deutsche Demokratische Republik wirklich so schwach, wie ihr Sperrsystem es wahrhaben will? August 17, letzter Drehtag. Bei Kleinfischbach wurde nach Minen gesucht. Sie werden geortet, ausgegraben, nach rückwärts transportiert und gesprengt. Die Räumung dient nicht der Humanisierung, sie dient der Modernisierung des Sperrsystems. Wenn diese Sendung läuft, werden schon die Pfosten für den Metallgitterzaun mit Selbstschussanlage eingegraben sein. An den Schluss dieses deutschen Tagebuches einige persönliche Gedanken nach kurzer, aber intensiver Nachbarschaft mit dem Grenzsperrsystem der DDR. Affekte wie Empörung, Wut, Hohn, gar Feindseligkeit gegenüber den Grenzsoldaten drüben verflüchtigten sich rasch. Sie wurden dem Auslösungsobjekt politisch nicht gerecht und machten zwei anderen Haltungen Platz, die sich als dauerhaft erweisen. Trauer und Nüchternheit. Zu retten
Zu rechtfertigen ist an diesem Bollwerk gegen die Ausübung elementarer Menschenrechte nichts. Es ist das materialisierte Anti-Helsinki. Der Weltprotest wird also bleiben. Und dennoch war in mir nirgendwo und nirgendwann der Wunsch nach friedlichem Nebeneinander der beiden deutschen Staaten stärker als hier. Es gibt keine Alternative für Verhandlungen. Angesichts der obszönen Endgültigkeit dieses Bauwerks habe ich mich dabei ertappt, dass ich häufiger an die Möglichkeit einer Entwicklung in zwei deutsche Nationen der Zukunft dachte, als an die Wiedervereinigung. Kein Zweifel, diese Grenze hat immer noch einen heimlichen, aber äußerst wirksamen Bundesgenossen. Nämlich das Misstrauen einer großen Weltöffentlichkeit gegenüber der Dynamik eines wiedervereinigten Deutschland. Was hat unsere eigene Geschichte dazu beigesteuert? Von allen Fragen, die das Sperrsystem der DDR für mich aufwarf, war dies die nachdenklichste.